Was geht ab? Wir sind wieder back wie ein Boomerang. Heute mal wieder in Campbelltown unterwegs mit einem Überall am Start. Bevor wir jetzt gleich auf die Brennerei eingehen und auf den Whisky, muss man gleich mal erwähnen, wir haben hier den weltbesten Whisky 2021. Eigentlich geben wir keinen Fick auf irgendwelche Auszeichnungen, weil jeder zweite deutsche Whisky hat schon bei den Bundesjugendspielen Geld geholt. Und dieses Teil hier hat aber bei den San Francisco Spirit Awards Gold geholt, 2021, zwischen 3.800 Abfüllungen. Ich glaube, ja, was es angeht. Nice. Und es ist sogar so nice. Ein bisschen mehr als die Bundesjugendspiele. Ja, ist sogar so nice, dass die Brennerei selber da mega stolz drauf ist. Also, ja, da wäre ich auch. Ja, perfekt. Also das ist schon eine Auszeichnung, Award, ja. Auf die kann man stolz sein. Ja. Und deswegen bin ich auch extrem gespannt, wie der Aal schmeckt. Auf was wir aber auch stolz sind und sein können, ist, diese Flasche ist wieder eine Clubflasche und zwar haben wir die mit euch geteilt. Wer sie daheim hat, holt sie raus, macht sie auf, ist euer Sample, schenkt sie euch ein, so wie wir. Ich rede jetzt auch extra ein bisschen langsamer, dass ihr Zeit habt. Und was fett ist, es steht hier groß drauf American Oak Matured und bei Glen Scotia steht es immer drauf, auch wenn es Sherry ist. Sherry liegt meistens auch in American Oak. Aber wir haben hier Refill Bourbon Fässer, die gefinisht wurden in First Fill Bourbonfässer. 12 Monate Finish in frischeren, neueren Bourbonfässern. Genau, und was wir vor allem noch haben, ist keine Farbe und keine Kühlfiltration. Alter, wenn du einen 25-jährigen Alter kühlfiltierst und gefärbst, aber, dann kannst du auch keinen Award verdienen. Es gibt Leute, die färben so eine Scheiße dann auch. Ich gehe mal schwer davon aus, die haben wirklich entschieden, 48,8, damit ist der Whisky am besten. Damit füllen wir ihn ab. Wenn man jetzt mal in Google schaut, da gibt es halt die neueren Glen Scotia 25 Abfüllung für 500-600 €. Perfekt. Aber ich glaube, für fast den Dreh bekommst du den auch noch über Ecken, Auktion oder sonst was. So einen halben Tausender muss man schon ausgeben. Einen halben Taui, Alter. Ja, deswegen nice. Noch geiler, dass wir halt eben sowas mit euch teilen können. Einfach in der Lage sind oder dafür bestimmt wurden, sowas probieren zu dürfen. Wenn man schon so viel Geld ausgeben muss, dann soll auch so der Zubehör natürlich passen. Ja. Deswegen wunderschön mit Magneten. Und für euch. Jetzt kannst du eigentlich die Flasche wieder vorstellen, genau, und direkt so in den Whisky-Porn schicken. Also, lass uns gleich ab. Ab geht's in den Whisky-Porn. So. Wir sind wieder back und wenn ihr wollt, dass irgendein Hater auch in der Box landet, dann gebt Bescheid. Ich würde sagen, wir halten unsere Nase da rein. Ja, mach doch mal. Let's go. Oh. Was passiert da alles, Alter? Meine Fresse, Alter. Aber das Geile ist, du hebst deine Nase rein und deine Mundwinkel gehen direkt nach oben. Ja. Ich finde ihn richtig schön sanft, also da kommt nicht sofort so eine Wucht in die Fresse, sondern richtig schön angenehm. Man kann auch ordentlich dran ziehen. Aber du riechst sofort diese Tiefe und die Komplexität, die ihr mitbringt. Aber hallo! Du also bevor ich irgendeine Note habe, genau, hab ich Komplexität. Ja, dann, ja. So eine richtig angenehme, also Honigsüße ist falsch. Aber ich habe auch Honig sagen wollen. Und nicht Vanille. Aber es ist viel weniger als jetzt richtiger Honig. Also, weil wenn ich Honig nehme und mir den vorstelle, dann habe ich ihn erstens zu süß und viel zu intensiv für das, was ich jetzt in der Nase habe. Ja, was ich finde, ich habe, wenn ich, sobald ich dran rieche, ich habe sofort ein Bild vor Augen und ich kann sofort zuteilen, welche Noten zu dem 12-monatigen Finish gehören und welche da schon scheiße lang und fast drin liegen. Also, du hast einmal so eine leichte, nicht frischlichere Note, die mitgeht. Und das ist auf jeden Fall von dem Finish, von dem First Fill Bourbon Fass. Aber du hast die ganze Zeit diesen Glen Scotia Charakter mit dieser düsteren Note, der manchmal durchkommt, als würde ich gerade eine Lagerhaustür aufmachen und sagt, hallo, der Schwalbe. Das ist eine richtig gute Beschreibung. Ja. Weil du hast dieses, das ist auch diese Komplexität, die ich am Anfang gemeint habe. Mhm. Weil du hast diese Honigsüße, die ich gemeint habe, die ist so frisch drauf, aber sanft frisch drauf, genau, auf dieses doch sehr dunkel, auch sehr holzige, finde ich. Also ich habe da schon eine gute Eichennote. Also ich finde auch, die Eichennote begleitet alles im Hintergrund. Glen Scotia ist ja auch bekannt für so einen bisschen öligen, schwereren Charakter. Der sagt hallo. Der ist auch mit am Start. Ja. Aber trotzdem liegt über allem, finde ich, so eine ganz frische Vanille, die man gerade so schön mit dem Messer
Oh, aus dem Tank rausgeholt hat. Also ich habe eine richtig, richtig schöne, angenehme, aber sanfte Honignote. Kein so einen richtig süßen Honig, sondern so eine richtig leichte, schöne, angenehme Honignote. Dann so eine geile Blaubeermarmelade drüber. Okay. Ja, okay. Geil. Aber was ich auch droppen muss, komme ich jetzt vielleicht gleich in die Hölle. Ich hätte es auch was ein bisschen negativ. Genau. Also gerade, es was mitgeht, und es kommt auch mit Sicherheit von diesem 12-monatigen Finish, mich erinnert es, das klingt wieder falsch, aber leicht an so ein Gurkenwasser. So, als wäre es ein jüngeres Eichenfass gewesen. Nicht Virgin Oak ist das falsche Wort, krass. Gurkenwasser ist auch das falsche Wort, aber ein Mix aus beiden, und es schwankt immer zwischen einer ganz frischen Vanille oder sowas. So habe ich es jetzt nicht, aber ich habe so eine hinten raus so eine leichte Bitterkeit noch. So, da kommt so ein bisschen was, ich das nicht so richtig reinpasst. Halt ich hab, das war, was ich gemeint habe, Staubigkeit. Ja, die finde ich geil. So eine, ich meine so, aber der kommt so richtig staubig um die Ecke. Aber das ist der klassische Glensburger Charakter einfach. Ja, ja. Ich habe so eine Rote, die erinnert mich einfach pur an Lagerhaus. Alter, wenn du diese verdammte Türe aufmachst, so das erste Mal nach 3 Monaten. Genau. Und da kommt so diese Frühlingswind, Alter, und der Angelschirr kommt dir entgegen. Wir nosen ja immer relativ lange, schneiden es zusammen. Und ich finde, er entwickelt sich zu was Runderem. Die beiden Fässer werden langsam eins eher. Und der hat so eine, wie so eine karamellige Note, die jetzt durchkommt. Also Karamell war tatsächlich auch das, was ich jetzt noch sagen wollte. Und auch so ein bisschen Kamille noch. Allgemein die Bitterkeit kommt noch viel mehr durch. Seitdem, wenn man dem die Zeit gibt, diese frische Note. Also alles, was wir bisher gesagt haben, nur finde ich ihn noch viel, viel bitterer. Was nicht negativ ist, weil er nicht bitter ist, aber es kommt mehr Bitterkeit mit. Ich möchte auch meine Nase gar nicht aus dem Glas nehmen, weil ich einfach die ganze Zeit was zu tun hast. So zuckige Eiche kommt gerade wieder ein bisschen. Das habe ich auch bei alten Whiskys. Dann hoch das Glas. Slange. Slange. Boah. Das will ich halt runterschlucken, das Teil. Ja, so ging es auch. Alter Schwede. Krass. Geil. Vor allem auch, jetzt merkt man ein bisschen mehr den Alkohol, was ich aber gut finde. Ja. Also ich finde es nicht zu viel. Positiv. Ja, genau. Positiv. Und da sieht man mal wieder, dass die sich wirklich einfach was dabei denken, wie sie den abfüllen. Weil die finden den echt on point vom Alkohol her. Passt. Perfekt. Ja. Also im Mund ist gerade, wo die Magie passiert. Alter. Explosion des Grauens gerade. Also fucking hell. Ich habe zwar meine zwei, drei kritischen Punkte in der Nase gehabt, aber scheiß auf die Nase. Mhm. Da brauche ich keinen Geruchssinn, wenn das so schmeckt. Also ich finde die Geschmacksnoten tatsächlich sehr ähnlich zu den Geruchsnoten, aber viel intensiver. Ja, genau. Weil der Alkohol auch viel intensiver ist. Der Alkohol, der transportiert es geil, aber ich finde gerade, es kommt diese Eichennote, diese zuckrige Eiche, die kommt viel mehr, die habe ich in der Nase erst ganz spät irgendwann gefunden. Ja. So eine leicht tropische Frucht kommt auch manchmal kurz durch und sagt Hallo. Und ich finde vor allem hinten raus, finde ich ein bisschen geröstet. Ja, also ein Röstaroma. Geröstete Apfelschale. Also. Und bevor jetzt der was sagt, ich habe Kiwi. Und zwar nicht die schmutzigen gelben, sondern die einzig wahren. Also. Ja, perfekt. Ja. Ich, ich muss sagen, ich habe aber auch im Geschmack wieder den typischen Glensgosha. Ich habe so diese Holzigkeit vor allem, die jetzt die noch viel, viel schöner, viel runder kommt. Aber auch die Staubigkeit und was ich jetzt wesentlich intensiver hatte, was ich in der Nase nur kurz hatte, Marci hat es vorhin auch angesprochen, diese Kamillentee-Bitterkeit, die habe ich jetzt im Geschmack auch wesentlich intensiver, noch nicht zu intensiv, sodass ich das Gefühl habe, ich kau irgendwie so einen Teebeutel, sondern einfach wirklich angenehm. Ah, jetzt noch eine schwierige Frage. Aktueller Preis ungefähr so roundabout 500 Euro online. Mhm. Wenn man ihn überhaupt noch findet, dann ist er das wert. Also wer das Cash hat, der spricht sich da nichts mit ab. Ja, genau. Der hängt so rechts im Regal. Ich würde für die 500 aber wahrscheinlich einen anderen kaufen. Ja, so. Ich würde es so beantworten. Wer grundsätzlich 500 Euro für einen Whisky ausgeben kann und will, für den ist er auf jeden Fall der Whisky auch wert. Ja, das stimmt. Weil der enttäuscht auf keinen Fall. Aber es gibt natürlich, oder die große Masse gibt halt keine 500 Euro für einen Whisky aus. Perfekt. Aber wenn man die Möglichkeit hat, ihn zu probieren, weiß man wiederum, okay, so können 500 Euro schmecken. Und was ich jetzt noch anfügen muss, also gerade, er entwickelt sich ja weiter von der Nase. Die Nase gefällt mir mittlerweile 1000-mal besser als vor 10, 15 Minuten. Okay, aber ich muss sagen, weil wir es noch nicht angesprochen haben, wenn die den Whisky daheim haben und mit uns probieren, haut bitte in die Kommentare, was ihr habt, ob für euch der Unterschied genauso krass ist, ob ihr ähnliche Erfahrungen macht wie Olli, ob ihr, wie er sich für euch entwickelt, welche Noten ihr habt.
Fuck. Das ist das, weswegen wir das auch machen. Nicht nur, um die Flasche probieren zu können, sondern auch, um das mit euch gemeinsam probieren zu können. Also haut's in die Kommentare, sagt uns, was ihr da im Glas oder was ihr aus dem Glas rauszieht. Und hast mich nämlich kurz unterbrochen, weil ich war noch nicht fertig. Im Geschmack hat er eine ätherische Note, die ich von Ulpult nie kenne. Okay. Das ist okay. Vor allem, wenn du einen ganz kleinen Zip nimmst, finde ich, kommt sie ziemlich stark sogar durch. Ich bin der festen Überzeugung, hätten sie das Finish in einem First Fill Bourbon nicht gemacht, wäre nicht halb so gut geworden wie er. Ich finde, das hat dem Ganzen diese Frischigkeit, diese Rundigkeit, also die Rundung nochmal gegeben. Ich glaube schon auch, dass die Frische war wahrscheinlich notwendig. Mhm. Ja, also die hatten schon einen Grund, warum sie das machen. Ja. Wenn ihr auch mal so ein geiles Teil probieren wollt oder noch mehr von diesen fetten Aalen bei uns auf dem Kanal sehen wollt, dann checkt unsere Flaschenteilung aus. Da probieren wir jetzt gemeinsam immer wieder so einen geilen Scheiß mit euch. Okay, komm. Also, easy, drink hard. Ja.